Ich bin auch fertig, ich bin auch fertig. Fertig. Nein, ich habe nicht Schnapp. Hör auf, du scheiß Schnapp. Hallo zusammen, ich bin der Kunz, ich bin von Luzern, ich bin Musiker und ich wechsle meine Unterhose alle Tage. Oh, das ist gut gewesen, oder? Das ist einfach so natürlich. Und zum Mal miteinander. Aber es gibt Sachen, die mich aufregen. Zalando-Pack im Block und ich weiss, sie gehen jetzt zu irgendjemandem. Wenn das einmal im Monat passiert, okay, wenn das alle Woche 5 Mal passiert, denke ich so, was ist los? Für was brauchst du scheiß Kleider? Wieso macht man das? Man macht es für einen Grosskonzern. Und Grosskonzerne wollen einfach, dass du abhängig wirst und dass du nach ihnen gehst, Sachen kaufen. Und das ist nicht das, wie wir Menschen konzipiert sind. Wir sind konzipiert, jetzt kommt der Alkohol. Wir sind konzipiert, dass wir miteinander austauschen. Miau. Dann kannst du mal einen Schluck. Ich glaube, dass manche Menschen, die unglücklich sind und die ganze Zeit daheim wohnen und nichts daheim sind und nichts zu tun haben, nachher gehen auf das Land und gehen Zeug posten. Ich mache das auch ab und zu. Muss ich ganz ehrlich sein, ich bin da nicht irgendwie ein Papst, der das nicht macht. Aber das geht einfach in die falsche Richtung. Wir müssen einfach wieder mehr Kontakt haben mit den Leuten. Was macht denn der Mensch noch aus? Ist das nicht ruhig gewesen? Schrei mal! Ich will keine Schreie. Ruhe! Wir sind am Drehen. Merci vielmals. Merci. Das ist mit Sympathie. Was ich mit Zalando das Problem habe, ist, dass Kleider keine Wertigkeit mehr haben. Kauf dir ein Kleidungsstück, das gute Qualität ist, das du lange kannst anlegen kannst, wo du nicht musst nach einem Jahr wegrühren oder weil es nicht im Boden ist, sondern halt es einfach lange an. Das hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun und mit wie man leben will. Das verstehe ich nicht. In der Lebensdauer von 10 Jahren, leg die Kleider 10 Jahre an. Und wenn du sie zweimal geflickt hast, dann kannst du sie wegrühren, wenn sie wieder ein Loch haben. Das ist das Schlimmste. Du bestellst die Kleider, die du gar nicht willst. Ach, ich will es gleich nicht, dann schickst du es zurück. Da geht so viel Energie verloren. Für nichts. Für einen warmen Furz. Echt für nichts. Gut, ein warmer Furz ist ein warmer Furz, aber wenn das nicht mehr ein warmer Furz, das ist nichts. Ich bin schon am Lallen. Fertig. Nein, ich kann nicht Schnapp. Hör auf, du scheiß Schnapp. Überlege dich das nächste Mal beim Kleider kaufen. Erstens, wo ihr es kaufen, zweitens, braucht ihr es und drittens, wie es produziert. Der Mensch ist per se einfach nackt eh am schönsten und von dem her ein gutes Fazit gesehen, oder?